Ja, meine Herren, willkommen zurück bei Kalimos Schlachtengeblubber Nummer 7. 7 ist meine Lieblingszahl und da muss auch das Lieblings Total War hier reinkommen. Und zwar, na klar, man sieht es schon, es ist Rogue Total War, eingesendet vom lieben Önemann oder auch bekannt jetzt als Chief LP. Er spielt hier ein frei für alle sozusagen. Alle gegen alle, einer gegen einer gegen einer gegen einer. Also 4 Leute kämpfen auf dieser Karte hier. Er hat seine Germanen geschnappt und steht hier in einer interessanten Aufstellung. Und zwar mit der Elite-Schützenbande, Elite-Schützen, 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 Elite-Axtkämpfer und hier hinten barbarische Kavallerie. Allerdings seine Hauptarmee sozusagen sind hier diese 6 Truppenverbände der Berserker. Und jetzt lassen wir einfach mal das ein bisschen laufen. Schauen uns die anderen Kontrahenten an. Hier einmal das Seleukidische Reich mit der Bogenschützen. Natürlich ein paar Pikinieren. Dann noch mehr Bogenschützen, Kataphrakte, Bogenschützen und alles mögliche. Also es ist eine relativ, oha, mit sehr vielen Kataphrakten hier hinten. Kataphrakte sind ja sehr stark gepanzerte Reiter. Auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Hier vorne noch Sensenstreitwagen. Die sind auf dem Weg zu Griechenland bzw. zu Ägypten, die hier jeweils auch aufeinander zumarschieren. Griechenland mit äußerst vielen spartanischen Hopliten, eigentlich nur spartanischen Hopliten und dann ein paar Kreta-Bogenschützen, sowie hier Ballisten und dem General. Jetzt passiert dort hinten schon ein Schlagabtausch, sonst würde diese Musik nicht anfangen. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich hier ein wenig überfordert bin mit der Steuerung. Das ist alles in den anderen Teilen etwas einfacher. Hier kämpfen jetzt die Barbaren gegen die Kataphrakte und dezimieren die ordentlich, aber sind jetzt hier halt im Blutrausch und können nicht mehr richtig gesteuert werden. Die Elite-Schützenbande wird überritten von Kataphrakten, die an den Bogenschützen eigentlich nicht so viel fürchten brauchen. Denn die Bogenschützen werden einfach überrannt und die Kataphrakte sind halt geschützt, gepanzert gegen diese Pfeile, die kleinen Pfeile der Germanen. Das heißt, 2 Truppen, Verbände, Elite-Bogenschützen, Bande sozusagen, ja. Elite-Schützenbande sind jetzt schon in die Flucht geschlagen. Nein, pardon, es sind sogar schon 3. Pardon, 4. Und hier sind die auf dem Weg zurück. Die gotische Kavallerie wird hier gerade auch dezimiert. Das war kein schlauer Angriff von Önemann. Das ist definitiv nicht so gut gelaufen. Jetzt kommen seine Axtkämpfer noch hinzu. Die Kataphrakte haben schon ordentlich Schaden angerichtet. Und dann kommt hier eigentlich erst die Hauptstreitmacht. Hier kämpfen die Silberschild-Pikiniere noch gegen die Berserker. Die räumen ziemlich auf, die Berserker. Aber nun gut, sind halt wenige und können nicht lange so stark sein. Hier hinten sind jetzt die Seleukiden dabei, ein wenig aufzumischen. Die griechischen Staaten etwas aufzureiben. Während die Ägypter hier auch gegen selbige kämpfen, aber nicht wirklich viel zu bieten haben. Okay, doch, sie können von den Seiten angreifen und allerdings sind natürlich die griechischen bzw. die spartanischen Hopliten auch im Nahkampf mit dem Schwert relativ gut. Also relativ. Das sind halt Spartaner, die können halt gut kämpfen. Hier oben sind noch gepanzerte Elefanten, die da noch ein bisschen für Furore sorgen dürften. Kataphrakte hier hinter den feindlichen Reihen. Er flieht vor unseren Kriegern. Greift an und jagt die anderen hinterher. Hier kommt es nun zum Schlagabtausch, noch ein paar Barbaren gegen Speerträger. Und hier kommen noch weitere Silberschild-Pikiniere ohne Piken sozusagen. Die sind gerade nicht mehr in Form. Jetzt können aber wenigstens noch ein paar Bogenschützen hier schießen. Richten auf jeden Fall ein wenig Schaden an. Doch die Berserker sind jetzt nicht mehr so
gut bestückt, wobei es sieht aus, als könnte das sogar was werden. Hier sind die Elite-Axtkämpfer natürlich machtlos gegen die Speerträger, wenn sie frontal angreifen, aber von hinten kommen nochmal ein paar Berserker. Durch die Berserker ist eindeutig sehr viel gewonnen hier in dieser Schlacht. Ohne die wäre seine Armee wahrscheinlich jetzt schon untergegangen. Jetzt kommen dort hinten aber noch ein paar Bogenschützen, die schießen. Aber das Seleukidische Reich ist ziemlich stark am Flüchten. Hier formieren sich noch ein paar Soldaten zusammen, aber die Kataphrakte sind weg. Beziehungsweise warten bei Sparta, / bei den Griechen, werden aber von den spartanischen Hopliten halt bekämpft. Hier der General tut eigentlich nicht wirklich was. Dürfte auch gleich sterben von den Seleukiden. Ja, er ist gestorben. Sie flüchten. Die Nilkavallerie reitet hier noch umher. Also Griechenland steht relativ gut da. Also Griechenland durch die spartanischen Hopliten eindeutig eine gute Position. Hier sind auch ein paar gepanzerte Hopliten. Der Feind hat den Heerführer eurer Verbündeten getötet. Rächt ihn. Ach so. Deine Krieger werden den Mut verlieren und weinen. Ach so, okay. Pardon. Dann habe ich das also falsch verstanden. Scheinbar kämpft Griechenland mit den Germanen gegen die beiden anderen. Das bedeutet eindeutig, dass dort, dass ich da falsch informiert war, beziehungsweise Falsches gedacht hatte. Dementsprechend sieht die Seite von Önnemann und den Griechen ziemlich gut aus. Zumindest auf der Seite der Griechen läuft da einiges richtig gut. Und auch die Seleukiden sind hier am Flüchten. Die Germanen machen dort auf jeden Fall gut landsicher. Gerade halt durch die Berserker. Hier kommt nochmal die gotische Kavallerie, verfolgt ein paar Bogenschützen. Da hätte man vielleicht als seleukidischer Kriegsherr mal seine Truppen neu formieren sollen und nicht einfach wieder sofort in den Kampf schicken. Nein, man hätte vielleicht eine neue Frontlinie aufbauen sollen. Und von dort aus dann warten, was die Germanen da machen, weil in Wäldern ist sowieso immer schon eine Sache. Die Germanen sind ja sowieso schon böse. Hier ein einzelner Berserker gegen... Okay, er ist tot. nehmen wir das zurück. Der war nicht würdig, hier zu präsentiert zu werden. Was geht bei den Griechen ab? Die Griechen reagieren nicht auf diese Bogenschützen hier. Aber der Rest der Feinde... Das ist natürlich so ein kleines Problem bei den Hopliten, wenn dort berittene Bogenschützen sind oder generell Bogenschützen. Das ist natürlich sehr fies für die. Da kommen sie einfach nicht hinterher, aber... Ich denke nicht, dass hier noch was anbrennen sollte auf der spartanischen Seite. Außer vielleicht die eigenen Truppen. Das war sehr passend gerade. Denn hier können die eigenen Bogenschützen noch ein bisschen Schaden anrichten an der einen einzigen Wüstenaxtkämpfer-Einheit, die gleich auch anfangen dürfte zu brennen, oder auch nicht. Los, brenne doch! Da kommt noch ein Pfeilhagel. Du solltest jetzt sterben. Ja, und er stirbt. Jetzt kann man seine Bogenschützen auf die anderen Bogenschützen schicken und seine Armee vielleicht neu formieren. Hätte auf jeden Fall was. Ich frage mich, warum die einfach ihre Armee so zerfächern. Wäre vielleicht mal toll, seine Truppen neu zu formieren. Aber nun gut. Scheint ja auch so zu klappen. Das Seleukidische Reich ist komplett auf der Flucht, wie mir scheint. Ägypten ist noch nicht ganz gebrochen. Aber wie gesagt, das Seleukidische Reich hat die Stärke verloren. Oh, nee, hier ist noch eine Einheit Pikiniere. Die war vermutlich von den Bogenschützen gleich vernichtet werden. Zur Not kommen dann hier noch ein paar Speerträger der Germanen. Das ist dann wieder ein Stein-gegen-Stein-Wettkampf.
Weil ich denke, die Silberschildpikiniere könnten die besseren Karten haben. Ich bin mir da nicht sicher, wie das da mit der Panzerung und mit den Angriffswerten aussieht. Ach, und da sind ja noch ein paar andere Speerträger. Gut, damit dürfte das auch geregelt sein. Und da kommt ein Sturmangriff in die Flanke. Gar nicht so blöd. Und von hinten kommen dann die anderen Speerträger. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Interessant. Naja, nackten Klonkrieger. Und jetzt kommen sie von hinten nochmal. Und richten maximalen Schaden an. Die Bogenschützen müssten jetzt nicht unbedingt noch weiterschießen. Das macht eher mehr Verluste auf der eigenen Seite als beim Gegner. Aber das sind so minimale Verbesserungen, die man noch machen könnte. Ja, das funktioniert sehr schön. Wobei irgendwie... Naja... Klappt nicht hundertprozentig gut. So, dann schauen wir nochmal auf die griechische Seite. Griechenland ist mit Ägypten so gut wie fertig, hat seine Front neu aufgezogen, schießt mit den Bogenschützen auf die feindlichen Bogenschützen. Ja, da dürfte nicht mehr viel anbrennen. Hier sind noch ein paar Reiterbogenschützen, aber letztendlich ist diese Armee von den Ägyptern nicht mehr so schlagkräftig. Irgendwann ist die Munition ja auch leer und dann müssen sie in den Nahkampf. Und da haben sie eindeutig verloren. Die Bogenschützen. Hier gehen auch ein paar Einheiten noch. Jawohl. Das ist doch mal ein Beispiel dafür, wie man eine Schlacht schlagen kann. Auch wenn man so ein paar Sachen missachtet, wie beispielsweise das Neuformieren der Truppen, aber... Wie gesagt, das sind so Detailverbesserungen, die ich machen würde, eventuell meine Truppen neu formieren und dann geballt wieder angreifen. Tipp an das Seleukidische Reich hier in diesem Falle. Oder halt irgendwie anders noch. Ah! Irgendwie haben es die Hopliten hingekriegt, den, die Reiterbogenschützen, also die Wagenschützen hier zu bekommen. Und haben die ziemlich dezimiert, die sind auf der Flucht. Das bedeutet, noch zwei Truppen der Ägypter sind unterwegs. Das Seleukidische Reich ist gebrochen und eigentlich ist die Schlacht so gut wie gewonnen. Können wir jetzt nochmal ein bisschen vorspulen. Ich denke, da passiert nicht mehr so viel. Mich wundert nur, dass diese Einheiten so viel Munition haben noch. Scheinbar haben sie keine Munition mehr, sonst würden sie jetzt schon schießen. Aber sie sind auf der Flucht. Und jetzt sind nur noch die Bogenschützen dort, die Böses anrichten könnten, in Anführungsstrichen. Die werden definitiv kein Problem mehr darstellen für die übrig gebliebenen Truppen. Die feindlichen Bogenschützen aus ihrer Sicht machen den Sack zu, sozusagen. Auch wenn sie ziemlich lange durchhalten dafür, dass sie mit Feuerpfeilen beschossen werden. Das muss ich denen ja schon mal lassen. Oha, Ballisten sind scheinbar doch nur... Die sind noch zurückgekommen. Auch wenn sie hier leicht rumbacken. Es dauert auch nicht mehr lange. Oh, sie kommen zurück, die Reiterbogenschützen. Die Wagenschützen. Ich sage immer Reiterbogenschützen, das tut mir leid. Und jetzt flüchten sie wieder. Bei 10.72.600 ist die Zeit zu Ende. Wir sind jetzt bei 9.6 bzw. gleich 9.7. Das heißt, die Schlacht ist so gut wie zu Ende. Und da haben plötzlich die Hopliten sich eingeschaltet und kommen da jetzt nochmal zum Zug.
Bogenschützen sind aber auch ziemlich haarig, beziehungsweise, na okay, das sind Ägypter sowieso, aber nichts gegen Ägypter. Weil die halten ziemlich lange durch, ohne dass sie flüchten. Das muss ich eindeutig eingestehen. Sie flüchten! Was bedeutet, diese Schlacht ist fast zu Ende. Scheinbar verfolgen sie sie jetzt noch, aber... Oh! Sind da etwa noch seleukidische Truppen zurückgekommen? Tatsache. Da ist noch seleukidische Kavallerie. Sieg ist Wiederholung beendet. Ein klarer Sieg. Eure Armee ist von Önnemann. Eingesendete Männer 1385. Überlebende 516. Verbündete Armee 1210. Überlebende 697. Und die Feinde haben jeweils 13.098 und 13.004 und haben Überlebende 134 und 160. Allerdings hat das Seleukidische Reich wesentlich mehr Einheiten getötet als beispielsweise die unfassbaren Ägypter. Und zusammen haben die beiden Önemann und XX Doom XX 2371 Leute getötet und die anderen eher nicht so viele. Also, das war auf jeden Fall eine sehr interessante Schlacht. Ich finde cool, dass ich hier deutlich alle möglichen Total War Spiele bieten kann. Rome Total War, Empire und Napoleon und Shogun 2, Fall of the Samurai. Es freut mich, dass ich hier weiterhin kommentieren darf und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Schlachtgeblubber wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.